Zentimeter oder dazwischen? Der ist nicht mehr. Der ist nicht mehr. Sind der hinter dir nicht mehr? Ja, also, ich mache es relativ kurz, ziemlich kurz. Dieser Herr Schneider, letztes Jahr ungefähr um die gleiche Zeit, bei uns rein, interessierte sich für Kunst und es entstanden Gespräche, die immer netter und philosophischer wurden und feuchtfröhlicher auch und immer häufiger. Und so ist nach und nach, denke ich, kann man sagen, eine ziemlich herzliche Freundschaft entstanden. Und wir haben Ernst immer mal gebeten, ob er mal vorbeischaut wieder. Und auch gegenseitig Interesse gehabt, glaube ich, mal was zu Gehör zu bringen. Und ja, also ich könnte jetzt, ich habe mir diese Liste nicht gemerkt, die wir da vorne stehen haben. Ernst ist von vielen Musen geküsst, er hat Filme gemacht, er hat Theaterstücke geschrieben, er hat Hörspiele gemacht, er schreibt Bücher und, wie wir gestern erfahren haben, Musen sind eifersüchtig, also wenn einer einen küsst, dann küssen einen gleich mehr. Er malt auch. Und zwar ziemlich gut, also mir haben die Sachen sehr gut gefallen. Vielleicht gibt es die auch mal demnächst hier zu sehen. Aber heute halt gibt es nur was zu hören und Ernst, the one and only, Bühne frei. Ja, also herzlich willkommen zu dieser kleinen, aber feinen literarischen Matinee. Ich möchte, weil ich heute das Buch Der Abschweifer vorstellen. Das ist ein Roman, hat 189 Seiten, besteht aus drei Kapiteln, einem Nachwort, 68 Fußnoten und ca. 30 Exkurse, also Abschweifungen. Die Personen und Orte der Handlung gibt es wirklich, nur heißen die in Wirklichkeit alle ganz anders. Die Hauptfigur ist der Wiener Schriftsteller Leo Kmetko. Der hat einen Zweitwohnsitz in einem Dorf im oberösterreichischen Salzkammergut. Er hat einen Hund, den Jack Russell Terrier Dalai, der schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber das ist das Herrchen auch. Gut, Kapitel 1. Leo Kmetko stand im Pyjama auf der Terrasse seines Landhauses in Steining am Steininger See. Dass ihm seine Mutter, die in diesem Sommer 97 Jahre alt werden würde, vor knapp 30 Jahren überschrieben hatte. Ungefähr 300 Meter Wegstrecke und knapp 100 Höhenmeter oberhalb des bis zu 170 Meter tiefen, vom Morgendunst weich gezeichneten Steininger Sees, von den Steiningern wegen seiner Größe auch gern Steininger Meer genannt. In Leos Rücken die steil aufragende Westflanke des Brabatschs, mit dem schroffen Felsabbruch des Steininger Jochs, abruptes Ende des letzten Faltenwurfs der nördlichen Kalkalpen, eingebettet zwischen dem dichten Mischwald, der dem Bachinger Bauern Wulgo-Grandl gehört, auf der Südseite, und dem lichten Dammwildgatter Josef Unterleitners Wulgo-Steininger Sepp auf der anderen Seite. Leo fühlte sich ausgeschlafen, erfrischt vom jungen Morgen und genoss die Natur, die um 5 Uhr früh ebenfalls einen sehr ausgeschlafenen Eindruck auf ihn machte. Der Pyjama bestand aus einer hellblauen Hose mit schwarzen Längsstreifen und einem weißen T-Shirt, auf dem etwas verblichen der Slogan No Pasaran aufgedruckt war. Es roch nach Erde, Moos, altem Laub, Nachtfrost und ein wenig nach Dammwildscheiße. Der Boden dampfte dezent. Die Singvögel waren noch unterrepräsentiert. Dafür rauschte der Steininger Bach, von der Schneeschmelze des Brabatschs gefüttert, und leuchtete ein seltsames Licht, in dem es irisierte, blinkte, wie in der Kuppel eines Planetariums bei der Darstellung irgendeiner Galaxie. Es
waberte im durchsichtigen Morgendunst über dem See, der sich um diese Tageszeit normalerweise graugrün unterm Bodennebel versteckte. Ein lindgrüner Streif mischte sich ins Rot. Der Mond war etwa dreiviertel voll und strahlte fahl wie eine Energiesparbirne. Zwischen Leos Füßen, die in ausgelatschten Espadrillos steckten, saß Dalai in einer Art schrägen Damensitzes, hechelte anerkennend ob der interessanten Lichtinstallation und nieste entspannt. Er war gerade mit seinen Grenzmarkierungen fertig geworden, hatte im Fahren, das einen gemoosten Lärchenstumpf umstand, sein Häufchen gemacht und wartete jetzt geduldig darauf, dass Leo ins Haus zurückkehrte, das Radio auftrete und von Bachpartiten umrieselt noch eine Stunde im noch nicht ausgekühlten Bett ausbug, sozusagen rastete, wie ein fertig gegarter Braten oder ein Schnitzel in der Restwärme des abgedrehten Backrohrs. Leo brauchte diesmal eine Spur länger. So eine Lichterscheinung hatte er bisher noch nicht erlebt, bestenfalls davon gehört und sich Gedanken darüber gemacht. Polarlicht über dem Steininger See, wie war das möglich, fragte sich Leo, der von Hörensagen wusste, dass das letzte Mal vor exakt 75 Jahren Polarlicht über dem Steininger See gewappert war. In der Nacht darauf hatte die deutsche Wehrmacht die Grenzen bei Braunau und am Walserberg überschritten, war einmarschiert und hatte Österreich annektiert. Widerstand hatte es keinen gegeben, dafür ein Todesopfer. In Salzburg hatte den einheimischen Nationalsozialisten Heinrich Kurz Wolkenstein vor Freude der Schlag getroffen. Also dieser Name ist nicht erfunden. Es gibt nicht. Exkurs über den Steininger See. Als sich die Wasserqualität des Steininger Sees in bedenklichem Maße verschlechtert hatte, hatten wir Kinder das im wahrsten Sinne des Wortes ausbaden müssen. Mindestens einmal während der Badesaison erkrankten wir an der sogenannten Steininger Seekrankheit, deren Symptome hohes Fieber mit Bauch- und Magenkrämpfen sowie Brechdurchfall gewesen waren. Das war zweifellos an der hohen Kontaminierung des Seewassers mit den Abwässern gelegen, die ungefiltert aus den Senkgrubenüberläufen in den See geleitet worden waren. Zusätzliche Kolibakterien aus den überschwappenden Jauchengruben der Misthaufen waren mit dem Grundwasser ebenfalls in den See gelangt. Die Verunreinigung hatte aber nicht ausschließlich aus Fäkalien bestanden. Die Steinigerinnen hatten damals der Einfachheit halber ihre Wäsche gern im See gewaschen oder in den Bächen, die den See gespeist hatten. Im Steininger Bach etwa, keine 200 Meter oberhalb des Sees, wie zum Beispiel Aurelia Knopf. Wo der Steininger Bach in den See gemündet war, hatte sich dann, wenn die Schneiderin's Regen Waschdach gehabt hatte, enormer Schaum gebildet und das Ufer war erfüllt gewesen vom Persil-Aroma, wenn nicht gar vom weißen Riesen. Zudem hatten die Anrainer gerne ihre Morgen- und Abendtoilette im See verrichtet. Zwischen 6:30 und 8 in der Früh bzw. spätabends hatte man sie ans Ufer pilgern gesehen, in Bademänteln, an den Füßen Badeschlapfen mit Handtüchern, Shampoo und Seife ausgerüstet. Dieser Mix aus Tensiden und Kolibakterien hatte die Steininger Seekrankheit massiv Vorschub geleistet. Man hatte sich beim Schwimmen infiziert, wenn man etwa Wasser geschluckt hatte und infolge des Verzehrs der an sich überaus schmackhaften Steininger Saiblinge und Rheinanken auf Müllerinnenart zubereitet oder als Filets sortiert oder gebacken. Der normalerweise in 13 Kilometer entfernt Unterau ordinierende Landarzt Dr. Aber hatte für seine Krankenvisiten im Steining Sonderschichten einlegen müssen. Ob Enteritis, Enterokolitis oder Gastroenteritis, er hatte alle gleich behandelt. Nämlich mit einer radikalen Diät und reichlich selbst produzierten Magen-Darm-Tee, dessen fragwürdiger Genuss zusätzlich Brechreiz verursacht hatte.
Natürlich war diese fast seuchenartig auftretende Krankheit der Landesgesundheitsbehörde aufgefallen. Man hatte sich Maßnahmen überlegt und schließlich den Reinhaltungsverband Steininger See gegründet. Nach einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss war Mitte der 1970er Jahre mit dem Bau einer Ringkanalanlage um den ganzen See begonnen worden. Jedes Steininger Anwesen war an dieses Kanalsystem angeschlossen worden. Die private Kostenbeteiligung war enorm gewesen. Der Bau hatte 8 Jahre gedauert. 2 Jahre nach Inbetriebnahme dieses Ringkanals war dem Steininger Seewasser schlussendlich Trinkwasserqualität attestiert worden. Und es war aus und vorbei gewesen mit dieser leidigen Steininger Seekrankheit. Auch die Saiblinge und Rheinanden sind seither wieder bedenkenlos zu genießen. Natürlich hatte es außerdem noch andere, nur wenigen Insidern bekannte Seeverschmutzer gegeben, etwa den Unterauer Seewirten, eine gut bürgerliche Gaststätte mit Metzgerei und Hausschlachtung. Unterau liegt am südwestlichen Zipfel des an sich wurstförmigen Steininger Sees, gleichsam in einer Bucht. Der Seewirt, den es heute so gar nicht mehr gibt, hatte sich unmittelbar hinter dem Ankläger der Steininger Seeschifffahrt befunden. Seine Abwässer waren sozusagen direkt ins Hafenbecken geflossen. Wenn Schlachttag gewesen war, hatte sich das Wasser und die Poller des Anlegers blutrot verfärbt. Auch feste Schlachtabfälle waren dabei in den See gelangt. Dieser Vorgang war natürlich nicht ohne Nebenerscheinungen vor sich gegangen. Sämtliche im Steininger See vorkommenden Raubfische waren geradezu konditioniert gewesen auf den Schlachttag des Seewirts. Es hatte wahrhaftig gebrodelt im blutig geröteten Wasser um die Anlegestelle herum, gebrodelt von Blutrausch. Hechte, Zandern und Wälse hatten sich gerauft um die fettesten Brocken. Angeblich war sogar der damals schon vom Aussterben bedrohte Perlfisch, normalerweise eher Vegetarier, an dieser Fressorgie beteiligt gewesen. Dazu noch die Möwen, die kreischend und im Sturzflug an diesem Buffet teilgenommen hatten. Nicht zu vergessen den Bösendorfer Konzertflügel, den der Starpianist Augustin Geiger angeblich aus einer Laune heraus im Steininger See versenkt haben soll. Ja, und natürlich die vielen Wasserleichen. Seit Mitte der 1980er Jahre etwa 5 pro Jahr bis Ende 2013, also insgesamt 165. Im Steininger See ist gerne tief getaucht worden. In den 1950ern war es den Tauchern noch nicht allein um den Tauchsport an sich gegangen, sondern um das Auffinden und Bergen von Versatzstücken des Zweiten Weltkriegs und Nazi-Souvenirs. Man kann tatsächlich kriegerisches Kleinmaterial wie Stahlhelme, Wehrmachtspistolen, Gasmasken, vermoderte Uniformreste mit Glitzen und Verdienstorden, Lanzerstiefel, veraltete Panzerfäuste und rostige Munition gefunden, alles unmittelbar vor Kriegsende auf der Flucht hastig weggeworfen. Vom legendären Nazi-Gold allerdings keine Spur. Ob diese Taucher, die aus der umliegenden Region kommen, überaus zahlreich, aber vor allem aus Osteuropa, auf ihren Tauchgängern Augustin Geigers Bösendorfer gesichtet haben, ist nicht überliefert. Es hätte sich aber gelohnt, ihn zu bergen. Erster Exkurs über Augustin Geiger. Der berühmte in Wien geborene Klassik- und Jazzpianist Augustin Geiger, bekannt für seine werkgetreuen Klassikerinterpretationen, seine Jazz, unter anderem mit Chick Corea, Joan Zawinul und Fatty George, für seine Art, das Fiakerlied zu spielen, sowie für seinen in Österreich unverstandenen spontanen Aktionismus, hat laut Aussage meines Nachbarn oberhalb des Malers Bernhard Waberer, Vulgo Jackson, benannt, nach seinem Idol Jackson Pollock, dem Meister der Grip-Technik und Erfinder des Action-Paintings,
irgendwann nach seiner Übersiedlung von München nach Dörl am Steininger See, das zur Gemeinde Steining gehört, seinem Bösendorfer mit enormem technischen Aufwand von einer Klippe kurz vor Klamm am See, einer kleinen Ortschaft zwischen Dörl und Unterau, die als einzige Steininger Seegemeinde nicht zum Bundesland Oberösterreich gehört, sondern zu Salzburg, in dem dort sehr tiefen See liegt, behauptet Jackson war. Der zweifelsohne Sinn für kuriose Legenden hat oder gute Informanten, hier natürlich gerne fällt. Der Grund für diese Aktion sei möglicherweise Franz Endlers Kritik an Geigers Eigenkomposition Concerto for Myself gewesen, die Endler in einer Presserezension einen Furz genannt hatte. Es kann aber auch sein, dass Geiger einfach genug hatte von all den, Zitat, scheißreaktionären Künstlerlemuren und Weihe-Idioten, die seiner Meinung nach den Musikbetrieb beherrschten und deshalb seinen Bösendorfer ertränkt hatte. Barbara weiß allerdings nicht mehr, ob es ein Bösendorfer oder ein Yamaha gewesen war. Wie ein Konzertfreund imstande ist, einen Gletschersee nachhaltig zu verschmutzen, sei dahingestellt. Eventuell rosten die Seiten, aber sonst. Tatsache ist, Augustin Geiger starb knapp 70-jährig im Jahr 2000 in seiner Wohnung in Törl am Steininger See, wohin er sich nach einer grandiosen internationalen Musikerkarriere zurückgezogen hatte. Sein Grab befindet sich an exponierter Stelle auf dem Friedhof der Steininger Andreaskirche und wurde zur Pilgerstätte. Anonyme Verehrer bzw. mehrheitlich Verehrerinnen schmücken es bisweilen mit Mozartkugeln, kleinen Drehwalzen, auf denen Beethovens für Elise eingestanzt ist, Drumsticks, Triangeln und mitunter anzüglichen Liebesbriefen. Augustin Geiger ist ja zeitlebens ein anerkannter Womanizer gewesen. Die meisten Relikte, nach denen im Steininger See getaucht wurde, waren der amerikanischen Besatzung zu verdanken, die zwischen 1945 und 1955 schon mal in einer unübersichtlichen Kurve einer Army Jeep zwischen Dörl und Unterau, wo es eigentlich keinen Strand gibt, sondern gleich tief in den Abgrund geht, und zwar 60 Meter, versenkt hatte. Die GIs waren einfach den hierzulande gebrannten Obstler nicht gewohnt gewesen, zumal dessen sogenannten Vorlauf. Sportlich wurde das Tauchen erst in den 1980ern, als man mit dem Apnoe-Tauchen auch hierzulande offiziell Weltrekorde erzielen hatte können. Viele haben es versucht, einige davon erfolgreich. So manche ist allerdings nicht mehr nach oben zurückgekehrt. Im Durchschnitt bis heute, wie gesagt, etwa 5 im Jahr. Die werden dann vom Steininger See eine Zeit lang am Grund festgehalten, von Krebsen, Welsen und Perlfischen angeknabbert und allmählich von der Strömung Richtung Nordosten getrieben. Keiner findet sie, dann, nach einem halben Jahr etwa oder einem ganzen, fangen sie sich im Wehr der Oger zwischen Brückel und Au im nordöstlichen Zipfel des Steininger Sees, wo sie herausgefischt, abgelegt, abgeglichen werden mit den vermissten Meldungen und zu den Akten kommen. Bis dahin haben sie eine unterseeische Reise von knapp 30 Kilometern zurückgelegt. Von der letzten beinahe ultimativen Seeverschmutzung, kurz nach dem Millenniumswechsel, war Leo sogar Augenzeuge gewesen. Von seiner Westterrasse aus hatte er zusehen können, wie ein Hubschrauber an der schmalsten Seestelle, also zwischen Moos, das zu Steinig gehört, und Windjern, das man von Moos aus mit dem Ruderboot in knapp einer halben Stunde bequem erreicht, sehr tief dahergeflogen war und mit Hilfe seines Feldstechers gut erkannt, einen als Taucher verkleideten Menschen von etwa 6 Meter Höhe aussteigen hatte lassen. Der hatte sich in voller Neoprenmontur mit Taucherbrille, Luftflasche, Flossen, die Beine gehockt, einfach in den See plumpsen lassen. In Leos früherer Jugend hatte dieser Sprungstil Schusterschocker geheißen. Dann hatte der Hubschrauber abdrehen wollen, wie man sagt, abdrehen und wegfliegen. Dabei hatte er sich allerdings zu verlegen in die Kurve gelegt und mit einem Motorblatt ins Wasser geschnitten. Das ganze Fluggerät war
damit aus der Balance geraten und unkontrollierbar abgetrudelt. Dann war der Hubschrauber explodiert. Rauch war aufgestiegen, Stichflammen hatten gelodert, Feuer und Rauch hatten sich dunkelgrau vermischt, dann ein dumpfes Krachen, das so geklungen hatte, als würde tatsächlich ein Felssturz vom Steininger Joch eine Schneise in den Bangwald oberhalb der Hansel eingeschlagen haben. Kurz danach nur mehr Rauchschwaden, hinter denen der Hubschrauber im Steininger See versank. Leo war schockiert gewesen und hat sich ins Wohnzimmer gerast, um im Telefonverzeichnis eine Notrufnummer zu finden und die Feuerwehr anzurufen. Da hatte er schon das Hören der Sirene der Feuerwachen gehört, erst von Steining gleich unterhalb, dann von den umliegenden Stützpunkten, kurz darauf die Folge tun hörte, der Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren von Steining, von Winklern drüben, von Brückel, von da und von Unterau. Leo hatte zum Finden der richtigen Notrufnummer ziemlich lange gebraucht. Zu lange, um in den Berichten der Lokalpresse anderntags erwähnt zu werden. In der Folge war eine extrem schwierige Bergung von Hubschrauber und Besatzung zu bewältigen gewesen. Auch um den Taucher war es gegangen. Die Sportart, die hier nicht sehr effektiv ausgeübt worden war, heißt übrigens Gegendiving. Ist in Österreich nicht zugelassen, weil nicht registriert und daher unzulässig. Angeblich hat der Tauchpassagier das Malheur nicht überlebt. Das ausgeronnene Öl und das Kerosin hatten den Behörden große Mühe bereitet. Der Helikopter soll eine Chartermaschine gewesen sein und ohne jegliche Genehmigung von Bayern aus in Oberösterreich eingedrungen sein. Also war erst das Innenministerium eingeschaltet worden, dann das Außenministerium und schlussendlich die Luftraumüberwachung des österreichischen Bundesheeres, was doch einiges an Aufwand bedeutet hat. Jedenfalls fliegt unsere Luftwaffe seither regelmäßig im Tiefflug über Steining hinweg. Und es ist auch kein einziger weiterer Fall von illegalem Helidiving. Leo bekommt einen Brief. Leo war etwas erregt, wenn ich gar beunruhigt auf dem Kuvert klebte, nicht nur der Zettel mit dem Nachporto, sondern stand auch Verlag Welterbse. Dazu die Wiener Absenderadresse Otto Scheers, in dessen Stall Leo einen Sonderstatus einnimmt, weil er Leo neben Otto selbst, der sich ja für einen genialen Lyriker hält, eigentlich das einzige Pferdchen in der Box ist. Das Porto beim Empfänger einheben zu lassen, war durchaus typisch für Otto. Die Bedeutung des Polarlichts war plötzlich eine gänzlich andere geworden. Dass Otto ihn besuchen kommen würde, war auszuschließen, weil er, Otto, an einer Reisephobie leidet, die es ihm unter anderem unmöglich macht, länger als 20 Minuten in einem fahrenden Zug zuzubringen, geschweige denn in einem Auto. Vielleicht war es aber auch der Vertrag für das Kochbuch, dessen Veröffentlichung ihm Leo Otto versprochen hatte. Oder die Verlagsabrechnung für vorliegendes Jahr. Möglicherweise beinhaltete das verhängnisvolle Kuvert aber bloß die eine oder andere positive Rezension über eins von Leos Büchern. Diesen Gedanken verwarf Leo. Dazu hätte Otto Leos Bücher ja den entsprechenden Redaktionen zusenden müssen und das tat er nicht mehr. Wahrscheinlich handelte es sich um eine der für Otto typischen Auftragserteilungen. Für einen Reisebericht oder eine dubiose Recherche im Ausland. Otto war ja ein Meister des Delegierens, wobei er seine Reisephobie im Zusammenhang mit Leos reichen Herzen weitlich ausnutzte. Möglich war jedoch auch, dass Ottos Computer, über den auch sein Telefon lief, den Geist aufgegeben hatte, weshalb er Otto, der mit der sogenannten IT und unter dem Kriegszustand lebte, weder mailen noch anrufen konnte. In der Küche, deren Ofen es noch angehend in der Glut knackte, riss Leo den Umschlag auf. Lieber Öl,
Otto ist ein Wortverdreher. Also Leo verkehrt rum ist hier. Mein PC ist im Arsch. Die gute Nachricht. Mario Rubinik will einen Film über dich drehen und wird dich deshalb in den nächsten Tagen in deinem gottverlassenen Kaff aufsuchen. Genauer hat er sich leider nicht festgelegt. Sei freundlich zu ihm, beherberge und ernähre ihn. Es soll unser Schaden nicht sein. Wenn du schon keine Öffentlichkeitsarbeit leistest, muss ich es eben tun. Ich bin ein großer Fan meines Landmanns Rubinik, der wie ich aus St. Veit an der Glan stammt. Schreck dich nicht vor seiner Arbeitsweise, agiert er doch bekanntermaßen unkonventionell. Er hat ein Handy, auf das er sehr, sehr stolz ist und wird dich anrufen, wenn er im Anmarsch ist. Kann sein, er kommt morgen schon oder erst in 14 Tagen. Ich nehme an, er wird sein komplettes Equipment dabei haben und eventuell einen Assistenten. Weiß nicht, ob er per Zug anreist, in diesem Fall separate Equipmentzustellung oder motorisiert. Hast du überhaupt Parkraum für einen Sattelschlepper? Die Welterbse beteiligt sich natürlich an den Cateringkosten, also Rechnungen aufheben. Es müssen ja keine Jahrhundertweine sein oder Filetsteaks vom Kuh beringt. Was allfällige Flurschäden im Zuge der Filmerei angeht, bist du hoffentlich entsprechend versichert. Damit du dich auf deinen prominenten Gast einstellen kannst, liegt diesem Schreiben ein umfassendes Dossier über Herrn Rubinik mit Bio- und Filmografie bei, das ich persönlich in durchaus aufopfernder Weise mühsam zusammengestellt habe, damit du dort draußen kulturell nicht gänzlich verrottest. Hängt diesem Schreiben weiter seine besondere Preziose an, die deinem literarischen Darben Labsal sein soll. Ich befinde mich nämlich zurzeit in einer lyrischen Buchphase und knüpfe gerade einen Sonettkranz. Keinen am Kopf, als Rilke, aus dem damals wohl gerittenen Leo zur Lektüre von Ottos lyrischem Bagus noch einen kleinen Espresso. An Rilke, an dein pomadiges Haar sing ich dir Lieder, freies Dachmaß, freies Dachmaß, freies Dachmaß. Jedes Wort in einer eigenen Zeile. Leos Eindruck war, dass Otto ganz offensichtlich mit einem Zeilenhonorar spekulierte. So hatte es immerhin die Mayröcker beim Magazin Literatur und Kritik geflogen. Nur Otto Scheer war nicht der frühe Mayröcker. In einer etwas weniger arroganten Schreibweise wären es Titel inklusive nicht mehr als 4 Textzeilen geworden. Zugegeben, so nett wäre es dann keines mehr gewesen. War es so aber auch nicht. Zweiter Exkurs über Augustin Geiger. Karl Knopf wohnte in einem dreistöckigen Haus im sogenannten Alpin-Look der 70er Jahre. Unten Terrasse, oben 3 Balkone. Aufgrund der Weltwirtschaftskrise, die sich in der Steininger Mächtigungsstatistik mit einem gewaltigen Minus niedergeschlagen hatte, vor allem aber altersbedingt, hatte Karls Frau Marie, die jahrzehntelang als Hauswirtin, Putzfrau, Zimmermädchen, Frühstückskellerin und Animateurin in der Personalunion fungiert hatte, während Karl undurchsichtigen Taglöhnerjobs nachgegangen war, etwa als Hausknecht bei Augustin Geiger, war die Pension Mankblick im Steininger Oberleitendrogen voriges Jahr geschlossen worden. 10 Fremdenzimmer, die fortan leer standen, aber von Mariegel auf Opfern staubfrei gehalten wurden. Der gelernte Elektriker Karl bezog seit einem Jahr seine wohlverdiente Rente. So richtig zur Ruhe gesetzt hatte er sie jedoch keineswegs. Er war als Instruktor bei der OKA und diversen Bauvorhaben, wenn es um infrastrukturelle Neuerschließungen ging, als Nachbarschaftshelfer bei Ernte und Viehtrieb, bei Übersiedlungen und diversen Hilfsarbeiten sehr gefragt gewesen, so auch von Augustin Geiger, der im Raum Steinig mehrfach sein Domizil gewechselt hatte, um schlussendlich in Dörl zur Ruhe zu kommen. Karl Knopf und Augustin Geiger waren sozusagen Freunde geworden. Hätte ein einziger der schnöseligen Geiger-Biografen jemals Kontakt zum Knopfkade aufgenommen, er hätte ihn die Missima erfahren, die er sich nicht hätte träumen lassen. Selbst hat Karl Knopf nie die Öffentlichkeit gesucht und Geigers Geheimnisse stets für sich behalten.
außer man kam ins Schwadronieren. Etwa mit Leo Kmetko, der von den Obersteinliner Knopfs einmal pro Jahr eine Lieferung gründen will, Kinder vom Vögeler aus der Wachau bezog. Leo und Dalai trafen Karl, als er gerade seinen Garagenvorplatz kercherte. Box, dann schlug Vögeler, schrie Karl, bevor er den Kercher ausschaltete. Er rückte mit einer Flasche Veltliner an, sie nippten ihn genüsslich auf der Veranda der ehemaligen Pension Mankin. Dalai wurden zwar Verletzungen angeboten, er zog es aber vor, die drei Knopfkatzen zu jagen. Komisch, erst das Licht in der Fuhr, stellte Karl nach dem ersten Zugrosen fest. Leo tat überaus gelassen, kommt alle 75 Jahre einmal vor, sagte er und freute sich insgeheim, dass es doch einen glaubhaften Zeugen gab. Ihn haben sie nur mir gesehen, sagte Karl. Der Gustl hätte am Blumstuhl geschrieben, sagte er, oder wie einer wird. Die Geiger, dem er seinerzeit geholfen hatte, die Wohnung in Dörl bewohnbar zu machen, insbesondere trocken zu legen, zumal im Keller, in den Geiger ein Tonstudio einrichten hatte wollen. Speziell die Unterbringung eines Konzertflügels in dem beengten Gewölbe hatte Karl strategisch und physisch alles abverlangt. Leo fragte Karl nach dem dritten Glas, völlig unbefangen, wie, warum und wo genau Augustin Geiger seinen Konzertflügel im Steininger See versenkt hätte. Das sei nur eines der vielen Gerüchte gewesen, die Geiger gerne in die Welt gesetzt hatte, antwortete Karl. Wie auch jenes ein Jahr vor seinem Geigers Ableben, als er anonym sämtliche gängige Printmedien und sogar den ORF darüber informiert hatte, dass Augustin Geiger, also er selbst, verstorben sei. Nur um zu Lebzeiten seine Nachrufe lesen zu können. Karl schenkte nach und erklärte Leo, was es damals mit dem angeblich in den See geschmissenen Klavier auf sich gehabt hatte. Amorts ein Hochwasser haben wir gehabt, dort sind wir es. Ganz Dörl ist unter Wasser gestanden. Natürlich auch der Köller von Gustl samt seinem geschissenen Besendorfer, erzählte er. Und weißt du, was er gesagt hat, der Gustl? Zog er den Point an. Leo wusste es natürlich nicht. Nicht das Klavier geht zum Wasser, zitierte Karl hochdeutsch Geigers Worte, sondern das Wasser zum Klavier. Es gibt nämlich noch einen sehr berühmten Steininger, und das ist der Arnold Schmeder-Mörz. Er hatte von 1860 bis 1911 gelebt, war ein weltberühmter österreichischer Komponist, Dirigent und Operndirektor gewesen, hatte als Reformer gegolten, weil er die Spätromantik in die Moderne hinübergeleitet und ab 1893 drei oder vier Sommer lang beim Moserhirten in einer speziell für ihn gebauten Expositur logiert hatte in einem Komponierhäuschen, um das Ende seiner zweiten sowie fünf der sechs Sätze seiner dritten Sinfonie zu komponieren. Die Wiese, auf der das Komponierhäuschen errichtet worden war, fungierte rund 60 Jahre nach Vollendung der Sinfonien 2 und 3 als Campingplatz. Das Komponierhäuschen diente in dieser Zeit als Gemeinschaftstoilette, Abstellraum und Schlachtstätte, weil der Moserwirt damals zusätzlich zum Wirtshaus noch eine Fleischerei betrieben hatte. Vor ein paar Jahren wurde es abgetragen und nicht weit von seinem ursprünglichen Platz entfernt als Schmeder-Mörz-Museum wieder aufgestellt. Der Campingplatz ist einer ansehnlichen Marina gewichen, nur ein paar privilegierte Dauercamper umstehen den von den Steiningern nunmehr in Ehren gehaltenen magischen Ort der Musikgeschichte, wie es in den Steininger Tourismusprospekten zu lesen steht. Sie sind sehr stolz darauf, dass der nicht nur als Genie, sondern auch als extrem launisch und sensibel bekannte Schwedermörz ausgerechnet Steininger auserwählt hatte, zum Komponieren und zur Sommerfrische. Die Moserbevölkerung Ende 19. Jahrhundert war weniger stolz darauf gewesen. Er war ihnen vielmehr auf die Nerven gegangen, mit seinen zickigen Sonderwünschen. Zum Beispiel hatte er durchgesetzt, dass kein Kind schreien durfte, wenn er gerade komponierte, kein Hahn krähen, keine Kuh muhen und kein Hund bellen durfte.
Die Moserbauern hatten deshalb ihr Geflügel und Vieh monatelang nur nachts aus den Ställen gelassen. Kinder und Hunde waren untertags in den Häusern eingesperrt gewesen. Dafür war den Leuten sogar Schweigegeld gezahlt worden. Mag ja sein, dass Arnold Schwedemörz, Zitat, infolge der gewaltigen Steigerung der orchestralen Mittel die Volkstümlichkeit mancher Themen genial verfremdete und zunehmende Polyphonie sowie montageartige Partien die Grenzen des Harmonischen bis zur Atonalität erweiterten, wie es in dem Folger weitergeht. Der Meister habe sich von Natur und Landschaft aufs Intensivste inspirieren lassen, steht da geschrieben, und habe sich zu dem Zitat »Der See sinkt« hinweisen lassen. Aber sein kreativer Output war vor allem von seinem physischen Befinden stark beeinträchtigt gewesen. Leo wusste das von Otto Scheer, dem Kinderverleger, der ja nicht nur dem Verleger, sondern ebenfalls Komponist war, durchaus der Atonalität zugeneigt und bekennender Schwedemörz-Fan. Schwedemörz hat nämlich laut Otto Scheer seit seines Lebens an anlagebedingter Wandschwäche seiner Mastdarmvenen gelitten, und zwar im Verein Stauungen im Unterleib, kurz gesagt an Hämorrhoiden. Und das in einer sehr progressiven Form. Das sei so weit gegangen, dass er einmal fast daran verblutet wäre. Manchmal hätten ihm die Winterkirschen, Diktion Otto Scheer, mehr, manchmal weniger geplagt. Man könne das sehr leicht seinem Werkverzeichnis entnehmen. Wenn er in Dur komponiert hatte, hätte er gerade keine Probleme mit ihnen, den Winterkirschen, gehabt. Bei Werken in Moll seien sie, die Winterkirschen, ihm allerdings aufgegangen, wie Otto die Werkform aufgeplatzt, rustikal umschrieb. Also hatte sich Leo die Mühe gemacht und Einblick genommen in Schwedemörz Werkverzeichnis. Die zweite Sinfonie war in C-Moll notiert, die dritte in D-Moll. So großartig wird es ihm in Moos am Sterninger See demnach nicht gegangen sein in den Sommer zwischen 1893 und 1897, selbst wenn er den See singen gehört hat. Leo kochte sich eine Kartoffelgemüsesuppe, brannte sie leicht ein, streute Kresse darüber, löffelte sie vor dem Fernseher und ließ Dalai daran schnuppern. Dieser ekelte sich davor. So, und jetzt haben wir noch einen Exkurs über Steininger Urflüche. Jene Steininger, die Scheiße statt Sakra oder Kruzifix spontan von sich geben, wenn sie erschrecken, überrascht oder geschockt werden, sind in der Steininger Scholle, die in der Tat eine sehr steinige ist, eher nicht besonders tief verwurzelt. Nicht, weil es sich in einer steinigen Scholle schlecht wurzeln lässt, sondern weil sie sich schon längst nicht mehr identifizieren mit Wiese, Felden, Wald, Stallvieh, Mist, Dreck und Schweiß. Sich nach Urbanität sehnende Landjappis sind das die in klimatisierten Mittelklasse-Autos oder geleasten SUVs in die umliegenden Ballungszentren zur Arbeit pendeln, häufiger als zum Deo, zum Desinfektionsspray greifen. Leute, denen mittlerweile ein Fuck oder ein Shit bei weitem lockerer über die Lippen kommt als das ortsübliche, eher allgemein gehaltene Ursteininger Geleck. Die alteingesessenen Steininger Flüche sind hauptsächlich zusammengesetzte Tiraden, die auf den Sakrilegien Sakrament, Kruzifix und Satan basieren, der sicherheitshalber gern als Scheitan und in der Folge als Seiten verbalisiert wird. Auch die Türken, wenn auch aus historischer Sicht des 16. und 17. Jahrhunderts, werden in den spontanen Steininger Urflüchen berücksichtigt. Einer der bombastischsten dieser Flüche ist demnach wohl Sakrament, Kruzi, Türkenfix, Seiten, Ahinu, Ormel. Oder anders gereiht, Sakrament, Kruzifix, Türken, Seiten, Ahin, nur einmal. Wobei Ahin, eine, also hinein, bedeutet, und zwar hinten, Ahin, und nur einmal, noch einmal, korrekt müsste es eigentlich heißen, Sakrament, Kruzifix, Türken, in Ahin, nur einmal.
Schimpfwörtern gemünzt auf sämtliche in Steinigen vorkommende Lebewesen, insbesondere auch Menschen, setzen sich gerne aus diskriminierenden Begriffen wie Luder, Ruder, Krüppel, Krippe, Krücke, Gucker und Hund, Hund zusammen. Verziert mit charakterisierenden Adjektiven etwa Hundskrippe, Zahnzurgeherz, womit eher nicht Hunde gemeint sind, die sich vom Tierhalter ungewollt dem Weidezaun nähern, sondern Stall- oder Alpenvieh bzw. auch unliebsame Nachbarn. Blutiger Hund, Rolandiker Nockerter. Ebenfalls weniger auf armselige Hunde, zumal unbekleidete bezogen. Borschgucker. Sowohl auf Mensch als auch auf Vieh bezogen, wahrscheinlich gichtig und arthritisch. Also wenn Mensch eine Krücke bedürfte. Sowie Saulurder, häufig eine sexuell aktive Frau betreffend, natürlich auch paarungsbereites weibliches Vieh im Stall und Flur. Spontane verbale Auswürfe, etwa bei bewundernder Überraschtheit, sind unter anderem: Das sagst, gibt's das? Das schaust? Vater, brust ja. Ausdrücke des Staunens oder Unglaubens lauten: Geleider. Geleck. Nicht wirklich, oder? Schleich die echt. Bei dem ebenfalls häufig verwendeten Adverb netter handelt es sich nicht um die weibliche Form von netto, sondern um einen Ausdruck der Bagatellisierung. Netter bedeutet an sich nur, aber als doppelte Verneinung, wie zum Beispiel netter Nixi oder netter Nett, versteht man darunter eher so viel wie weniger als nichts. Jetzt kommen wir zum Nachwort. Da geht es jetzt darum, dass wir diese kurz angerissenen Handlungsstränge vielleicht auflösen. Da kam es zu dem Kochbuch oder nicht. Leo erfand die ebenso schmackhafte wie magenschonende gebundene Hafermarksuppe mit Kerbel und Eisstich, kurz Notfallsuppe genannt. Otto Scheer hatte Leo zur Veröffentlichung allerdings eine Bedingung gestellt. Da er Scheer nebst all seinen anderen durchaus globalen Phobien, vor allem unter einer Petersilienphobie, litt, musste Leo eine zensurierte Zweitausgabe seines Kochbuchs Abschweiferküche, Untertitel Schlemmen bei Leo, Subuntertitel Edition für Phobiker, erstellen, in der aus sämtlichen Rezepten die Petersilie, die Rosinen, alle Pilze, die Hirne der gängigen Schlachttiere und das ausgelassene Knochenmark entfernt und adäquat ersetzt wurden. Zum Beispiel Schweineschmalz statt Knochenmark, Tofu statt Hirn. Seltsamerweise hatte Otto nichts gegen Leos Stierhodenrezept mit Frascati und Polenta einzuwenden gehabt. Dass die Phobiker-Edition mehr Absatz fand als die unzensurierte Hundertale, wurde jedoch freudig zur Kenntnis genommen. Dass ihm Leo Nigel Slater über Facebook gratulierte und ihn lobte, "You are a great food writer", freute Leo ganz besonders. Dann wollen wir wissen, ob es zu diesem Film kam mit dem Mario Rubinik. Der Abschweifer ist der erste Kinofilm, der vollständig mit einer Handykamera gedreht wurde. Steht in der Presseaussendung des Grazer Filmproduzenten Dieter B. Zumal der erste, der fürs Kino adaptiert worden war, heißt es. Rubinik und Dieter B. hatten erfolgreich bei der österreichischen Filmförderung um einen Zuschuss angesucht. Da die tatsächlichen Produktionskosten laut Leo Metkos Drehtageliste samt Catering etwas weniger als 6.000 Euro ausgemacht hatten, deren Rückzahlung ja gestundet war, bis Geld hereinkommen würde, konnten tatsächlich knapp 2.000 Euro aus öffentlicher Hand lukriert werden. Immer noch im Bruchteil der landesüblichen Produktionskosten für österreichische Filmportfilme. Der Abschweifer wurde nicht nur in Hagen, sondern sogar auf der Terminale gezeigt, wozu Leo eingeladen wurde, zu seiner übergroßen Freude Ingomar von Kieseritzky persönlich kennenlernte und mit Quentin Tarantino einen Whisky knüpfte.
da Quentin gerade kein Kleingeld dabei hatte, muss man Leo zahlen. Das war's. Ja, vielen Dank, Ernst. Wir hoffen, ihr habt noch nicht genug von dem, was ihr jetzt gehört habt. Also ich möchte schon mal sagen, es gibt so viele Handlungsstränge eben drinnen. Da gibt es einen Waldbrand, der das Haus vom Leo fast auffrisst. Es gibt gleich darauf ein razzienflutartiges Gewitter, das das fast wegschwemmt. Es gibt von diesem Jackson Barbara eine wunderbare Action, ein richtiges Happening mit diesem Drip Painting auf Pollock Art. Also es gibt einiges mit drin. Und Filme wurden massiv am Steininger See gedreht. Also, es hat sogar Geschichten gegeben. Visconti hat dort gedreht. Die Verdammten, großer Film. Und dieses Unterau, das in Wirklichkeit ja anders heißt, wurde eben in den 60er Jahren als Schauplatz ausgesucht. Und die hatten, weil das ist eine Nazi-Geschichte, ganz Unterau geflaggt mit Hakenkreuzfahnen. Und das musste ein Linienschiff mit dem Kreisleiter oder was dort anlegen. Und das waren sehr viele deutsche politische Touristen da. Die haben sich also wirklich provoziert gefühlt, haben überall Anzeigen hingeschrieben und das ging durch die Presse dann. Aber es war ein Viscontifilm. Mit Helmut Berger, glaube ich. Ja, also wir hoffen, ihr habt Interesse und wollt vielleicht noch ein bisschen weiterlesen von dem, was ihr jetzt eben gehört habt. Da gibt es einige Auswahl, auch das Buch. Ja, wir geben es um 10. Um 10 Euro. Wir haben das jetzt gar nicht abgesprochen, aber ich nehme an, auf Wunsch würdest du auch mal dein Siegel reinsetzen. Ich würde gerne das reinschreiben, wenn es irgendwie. Und ansonsten machen wir jetzt so einen kleinen Umbau, machen die Buchung frei und ich hole noch was Warmes zu essen und dann können wir das Buffet eröffnen. Die Raum mit der Familie, das Okay.